Marlon the Maker Fass heißt der Gewinner des ersten TSG-Akademie-Dart-Turniers. In einer hochklassigen Veranstaltung im Versammlungsraum des Dietmar-Hopp-Stadions, das in ein Mini-Elli-Pelli verwandelt wurde, setzte sich der U17-Angreifer im Final Four gegen U23-Torwart Dominik Trabant, U19-Torwart Lukas Pettersson und U14-Cheftrainer Arne Stratmann durch. Ja, war super. Das erste Halbfinale war ziemlich schwer, aber die Nerven behalten und dann zum Glück im Finale auch ein bisschen deutlicher gewonnen. Ja. Gut, gutes Gefühl. Im ersten Halbfinale, das im Modus 501 First to Four gespielt wurde, stand The Maker kurz vor dem Aus. Sein Gegner Dominik Eiweiß-Trabi-Trabant hatte bereits beim Einwerfen mit einer 180 ein Ausrufezeichen gesetzt und führte schon mit 3:1 nach Lecks, bevor fast zum 3:3 ausgleichen und das entscheidende siebte Leck gewinnen konnte. Im zweiten Halbfinale standen sich Lukas Luxi Pettersson und Arne Datinio Stratmann gegenüber. Der U14-Cheftrainer startete mit einem Break und behielt auch in einem wilden zweiten Leg die Oberhand. Pettersson spielte zwar einen deutlich höheren First-9-Average, zeigte aber beim Auschecken Nerven, sodass sich Stratmann am Ende klar mit 4:0 durchsetzte. Zum Finale erreichte die Stimmung im DHS-Elli-Pelli ihren Höhepunkt und besonders die Fass-Fans hatten anfänglich Grund zu jubeln. Der Finalfavorit ging schnell mit 3:0 in Führung. Im vierten Leg zeigte Stratmann dann, warum er sich im Verlauf des Turniers gegen starke Konkurrenz durchgesetzt hatte und verkürzte. Doch Fass blieb wie so oft in den entscheidenden Momenten dieses Wettbewerbs eiskalt, checkte im fünften Leg die 47 mit 7 und Tops und sicherte sich die Trophäe im First-to-Five-Modus schließlich über das Madhouse. Insgesamt hatte sich der Wettbewerb mit 64 Teilnehmern über mehrere Wochen an mehreren Standorten hingezogen und einen starken, teambildenden Charakter, den beide Finalteilnehmer lobend hervorhoben. Ich glaube, es hat einfach die gesamte Akademie total zusammengeschweißt. Man hat einfach auch Leute kennengelernt, mit denen man sonst im Arbeitsalltag weniger zu tun hat. Und von daher war es super. Ja, ich fand es richtig cool, weil ich bin schon ein bisschen länger so in dem Dart-Thema. Es bringt viele Leute zusammen, so deswegen ist, finde ich, was extrem Positives, was man öfter machen sollte. In meinen Augen sollte es auf jeden Fall eine Folge geben. Das Turnier war einfach super organisiert, es hat richtig viel Spaß gemacht. Es gab einerseits den Wettkampfcharakter, andererseits auch einfach viele Begegnungen mit Kollegen, mit Spielern, mit Kollegen auch aus anderen Zentren und das war einfach rundum, glaube ich, eine gelungene Sache. Aufgrund der durchweg positiven Resonanz wird es definitiv eine Neuauflage geben und The Maker seinen Wanderpokal verteidigen müssen. Die TSG-Akademie kann sich also bereits auf weitere spannende Begegnungen freuen.